So, herzlich willkommen zurück zu Mindclone. Aber ich glaube ganz ehrlich, wir nehmen mal wieder diese Texturen da raus. War zwar gerade schön zum Umgucken ein bisschen, aber irgendwie muss das nicht sein. Genau. Wird draußen heute nicht mehr hell. Nicht mehr wirklich. Gut, also wir losgehen. Das heißt, wir gehen los und ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Stück Scheiße. So, doch, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein bisschen Eisenwerkzeug können wir auch mitnehmen. Eisen als solches nehmen wir auf jeden Fall auch mal mit. Ne? Einmal können wir mitnehmen. Wobei, dann nehme ich lieber hier die mit, wo bereits Wasser drin ist. Können wir uns auch irgendwo niederlassen, wo noch kein Wasser ist. Dann haben wir hier ein paar Weizensamen, nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Warum ist hier Weizen drin? Weizen ist doch eigentlich in der Kiste. So. Alles andere brauchen wir eigentlich nicht. Ne, alles andere kann hier bleiben. Können wir noch mal ein paar Bäume mitnehmen? Also keine Bäume, sondern Setzlinge für Bäume. Ja, ich habe in meinem Koffer noch 3 Bäume zu liegen. Da brauchst du einen, kannst du direkt einpflanzen. So, gut. Dann haben wir eigentlich soweit alles. Achso, wie sieht's aus? Achso, schon wieder. Alles gut. Wollte gerade wegen Bett gucken, aber wird eh nicht Nacht. Essen. Jo. Ich kann ja mal. Haben wir noch reine Kartoffeln, die wir dann auch wieder einpflanzen können? Ja, das sieht gut aus. Lass mich rein, ich bin von Polizei. Jo, dann haben wir auch ein paar Gedöns mit dabei. Hier, der Sohn scheißt nämlich auch gleich mal noch mit. Da kann ich die Samen, die wir nämlich haben, erstmal hier lassen. Und nehme einfach mal komplett eine neue mit. Okay, gut, da haben wir alles, was wir brauchen. Ich nehme noch ein bisschen. Wow. Der Leck meines Lebens. Ich nehme mal, würde gerne noch ein bisschen Holz mitnehmen. Holz, wo haben wir Holz? Hier haben wir Holz. Genau. Können wir uns nämlich ein Schiff basteln? Oder haben wir ein Schiff? Ja, wir haben sogar 2 Schiffe. Na lol. Dann brauche ich ja kein Holz mit dem. Dann können wir das wieder da packen. So. Dann nehmen wir mal unser Schiff in die Hand. Und segel los. Ach, was schöne Gegend. Aber wir müssen sie leider verlassen. Und uns auf die Suche nach neuen Ufern machen. Wo wir schön viel Platz haben, wo wir uns schön austoben können.
wo wir uns niederlassen können und sesshaft werden können, wo wir Kinder gründen können ohne Familie, wo wir ja sind alleine. Das heißt, wir müssen irgendeinen Fisch beglücken und dann bekommen wir Fischkinder. Sind so Meerjungfrauen entstanden? Alter. Ja, da hat mal irgendein besoffener Pirat eine Forelle gefilmt. Sehr gut jetzt. Einfach wow. Das sorgt wieder für verstörende Träume. So, die Frage ist, ich hoffe mal, das ist jetzt irgendwo hier, ne? Ich habe keinen Plan, was in diese Richtung ist. Weil ich persönlich war aber bisher in die Richtung unterwegs. Von daher bin ich mal gespannt, auf was wir jetzt hier treffen werden. Das heißt, sieht schon mal unberührt. Ah ne, da sind auch Häuser. Ah! Hier ist die Burg von Harry, also Master Warcraft. Schau mal einer, guck. Man kann jetzt genauso, nein, genau. Man kann es genauso wie in Original Minecraft, kann man hier auch auf echtem Gelände sich bewegen. Hallo? Ja, ich sag mal so, Auftrieb habe ich mal deaktiviert. Okay. Funktioniert es wohl scheinbar doch noch nicht so hundertprozentig. Na gut. Ja, die gute alte Burg von Harry. Da ja Harry hier nicht mehr ankommt, könnten wir uns die Burg eigentlich unter den Nagel reißen. Also funktionell natürlich jetzt nicht, weil ist ja geschützter Bereich. Den können wir nicht mehr weiter schützen. Oh, habe ich denn das geklaut? Das passt jetzt gerade irgendwie gar nicht. Ja,
Ja, war ein geiles, interessantes Lied. Alter, was ist das denn für eine Scheiße hier? Warum sind hier so eine kapital fatalen Schluchten in den Boden? Wie willst du wieder raus oder so? Wäre mal ganz schön. Sieht mir irgendwie nicht so aus. Aua. Oh, hier hat jemand was gebaut. Ach nee, ist Minenschacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? Hallo? Ey, die Kiste! Hallo? Oh! Erstmal, ja, siehst du, direkt mal hier was wegsnacken. Wie viel sterben wir gleich? Ja, genauso klingt es bei mir immer, wenn ich was esse. Was ist das für ein Geräusch? So, wir haben ein Steinschwert. Das kann also niemand was. Vielleicht finden wir hier noch eine Kiste. Das wäre natürlich ganz Schnieke. Das wäre eine ganz schöne Schnecke. Ups, dunkel. Eis könnten wir auch mitnehmen. Okay. Das Ende im Gelände. Haben wir irgendwas zum Verfüllen? Nö. Gehört alles mir. Fuck, komm mal hier ran. Kohle nehmen wir auch mal mit. Schöner Minenschacht hier. Ah. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr gut, gut, ist gut. Das ist gut. Ist da, die Kisten können wir gleich mitnehmen. Aber ohne Inhalt, das heißt, ich muss die Kisten so abbauen, dass sie so ungefähr. Achso, die Kisten droppt mir auch. Ah, geschafft. Yay. Voll modern. Hab geschafft, die Kisten abzubauen, ohne den Inhalt mit aufzunehmen. Na komm jetzt her. Ist gut. Ich falle heute überall rein, kann das sein? So, genau, von da kamen wir. Das ist die Stelle mit der Kiste, die wir zuerst gesehen haben, genau. The question is, gibt es hier noch mehr? Also Eisen gibt es hier auf jeden Fall noch mehr. Aua. Oh, was haben wir Eisen? Komm jetzt hier, gib mal. Geht das mit der Eisenschippe schnell? So, easy. Okay, hier endet es auch schon wieder. Oh ja, wir müssen zweimal Eisen bekommen und ganz schön viel Gravel. Ich glaube, die Schienen schmeiße ich dann aber gleich wieder weg. Gut, mehr gibt es hier also nicht. Dann suche ich mal wieder den Ausgang.
War das hier? Ja, war hier. Okay. Ach nee, da sind wir reingegangen. So, das Problem ist, das sieht hier auch nicht so aus, als wenn wir hier rauskommen würden. Das heißt, wir werden hier, dass wir die erstmal die ganze Erde abgraben. Dann haben wir erstens mal schön viel Erde. Erde kann man nie genug haben. Dann war hier gerade noch irgendwo Eisen, da. Oh Scheiße, unser Ellenwetter ist schon voll. Ah, gut, die Gleise sollten weg. Die braucht man nicht. Wow, Dschungelholz haben wir mitgenommen. Schneewälle brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich nehme es aber trotzdem einfach mal mit, aber als Schnee. Nee, jetzt wozu soll ich bitte schon Schnee gebrauchen können? Ach du Scheiße. So, jetzt habe ich wieder was aufgenommen, danke dafür. So, hier sieht es doch aus, als wenn wir hier hochkommen könnten, oder? Dann halt nicht. Okay, komm, dann buddeln wir uns halt mal hoch. Kriegen wir wenigstens gleich wieder ein bisschen Sand. Ja gut, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ups. Da habe ich gerade einmal zu viel Sand abgebaggert. Komme ich nicht hoch? Fuck my life. Was habe ich hier noch? Ach komm hier, siehst du. Können wir doch direkt hier verschwenden für. Ups. Perfekt. So, jetzt noch eine Eisfläche. Sehr schön, sehr schön. Achso, das Wasser. Da hinten ist Holz, das heißt, das Gebiet jetzt auch verwendet. Hier hat sich jemand sogar was gebaut. Okay, finde ich ganz süß. Wow. Ist mir ein bisschen zu dunkel. Wer weiß, was da auf uns wartet. Im schlimmsten Fall unser Tod. So, da hinten erkenne ich eine Stadtmauer. Interessant. Tja, das heißt, damit wir auf ungewohntes Gebiet kommen, müssen wir noch viel weiter reisen. Ist ja schade. Ach du Kacke, das ist der Laden, den Harry, den Red Keynes gebaut hat. Wir sind also gerade auf dem Weg wieder auf dem Weg zum Spawn. Da hinten ist der Spawn irgendwo. Och, leck mich doch. Wir sind jetzt gerade schon im Kreis gelaufen, das heißt, wir müssen in die Richtung weiter. Ja, super. Das hat ja gerade funktioniert, wie am Schnürchen. Ah. Fuck my life. Dich brauche ich nicht, dich brauche ich nicht. Du kommst noch da, du kommst noch da, du kommst noch da, du kommst noch da. Easy. Wir haben auch keine Ausrüstung, keine Scan, gar nicht, soweit ich weiß. Das heißt, wir werden gut darauf achten müssen, ja, nicht mehr halt so häufig abzustürzen, weil allzu viel Nahrung haben wir keine mehr. Das schränkt natürlich unsere Bewegungsmöglichkeiten ein bisschen ein. Aber nur ein bisschen. Oh, ein Wolf, ein Hund. Wie süß. Gut, damit wir uns ein bisschen orientieren können, in welche Richtung gehen die Wolken eigentlich?
Ist nicht erkennbar. Ah, okay. Also laufen wir gegen die Wolken. Sehr schön. Oh, da oben. Oh, das da oben sieht aber schick aus. Können wir da mal rauf? Ja, doch, sieht gut aus. Sehr schön. Tja, aber zum Einrichten ist hier oben natürlich ein bisschen zu klein. Wobei da oben? Ah, wow. Ich dachte schon, ich kriege sie wieder direkt wieder. Ach du Kacke. Oh. Oh, ich sehe nichts mehr. Kacke. Ich kann nicht mehr laufen. Ich sehe nichts mehr. Scheiße. Oh. Super. Und vor uns ist irgendwo jetzt direkt eine riesige Schlucht, die ganz tief runter geht. Und wir sehen nicht mehr, wo die Schlucht ist, weil wir jetzt genau über der Wolkendecke sind. Das ist natürlich genau das, was ich verdient habe. Ach, ich möchte sterben. Wie groß ist die Wolke? Ach, da endet sie schon wieder. Sehr schön. Boah, Alter. So, hier müsste die Schlucht irgendwo. Ach, da vorne ist die Schlucht. Okay. Gut, das heißt, ich kann hier noch lang laufen. Nein, kann ich nicht. Ich kann hier lang laufen. Nicht so ein Blätter, echt, ist alles belegt. So, hier kann ich. Oder auch nicht. So, hier kann ich dann laufen. Sehr schön. Die Frage ist, ob wir uns da oben ansiedeln können. Ist zwar denn ein Gebiet, was alles andere als lebensfreundlich ist. Alter, guckt euch die Aussicht an. Ist natürlich ein Gebiet, was alles andere als lebensfreundlich ist, aber einfach um die Aussicht zu genießen, wäre das schon ein geiler Ort. Da hätten wir immer schöne Aussicht. Ach, wisst ihr was jetzt hier kommt? Nehmen wir kurz die Blätter hier mit. So. Ich auch noch. Können wir hier raufgehen? Oder auch nicht? Fuck my life. Komme ich da rauf? Ja! Nein! Alter. Puh. Klettermeister hier. Fuck my life. Nein. Klettermeister am Arsch, Alter. Oh, ich muss mal hier wissen, was ich wieder unterstellen. Bei meinen Sprungkünsten brauche ich jede einzelne Frame. Ich krieg's trotzdem nicht hin. Ich krieg's einfach gar nicht mehr hin. Och, leck mich doch. Geht doch. So, da komme ich nicht. Ach komm, wir kamen uns jetzt einfach hier hoch. Ist mir egal. Easy. So. Na, siehst du, den Berg können wir hier ein bisschen plätten, ein bisschen flach machen und dann können wir hier doch. Alter, diese Aussicht, ey. Die Sache ist halt, wir können halt hier oben auf dem Berg kaum was machen, ne? Ich meine, wir haben Wasser dabei, wir können uns also tatsächlich eine gesamte Infrastruktur hier oben aufbauen. Wir haben Karotten dabei, wir haben Kartoffeln dabei, das heißt, wir können uns hier tatsächlich sogar Plantagen und so machen. Die Sache ist halt, wir haben halt hier oben auf dem Berg kaum irgendwie Platz. Das heißt, das wäre sowas wie so ein Skyblock. Aber wir sind halt über den Wolken. Sollte natürlich, also von der Aussicht her ist das hier ein echt geiler Ort. Allerdings halt sehr lebensunfreundlich. Ne? Von daher ist halt die Frage, ob wir das hier wirklich so wollen. Oder ob wir lieber sagen, nee, oh, da hinten. Das da hinten ist aber. Das da hinten sieht auch geil aus. Da kommt man auch besser rauf. Hallo, die Waldfee. Das da hinten, da ist auf jeden Fall mehr Platz. Die Frage ist jetzt nur, sieht das nur so aus oder ist es einfach nur so eine extrem flache Kante, wo wir zwar in der Breite jetzt extrem viel Platz haben, aber in der Tiefe gerade mal eins oder zwei Blöcke. So sieht es nämlich gerade aus. Schwer zu sagen. Weil hier ist halt ein kleiner Bereich, aber dafür ein runder Bereich. Das heißt, hier haben wir Platz in alle Richtungen. Ein bisschen.
Das sieht aus wie eine Messerscheide. Wo wir in eine Richtung zwar extrem viel Platz haben, aber nach hinten hin gar keinen Platz. Von daher schwer zu sagen. Oh, diese Aussicht. Ja, das ist eine Messerscheide. Da haben wir nur einen Block nach hinten hin Platz. Nee, gut, das heißt, da hinten können wir uns nicht ansiedeln. Jetzt ist aber die Frage, bleiben wir tatsächlich hier oben? Oder nicht? Komm doch, machen wir. Wir müssen ja hier nicht für immer bleiben. Wir können ja später auch wieder, ne, weiterziehen. Aber jetzt erstmal bleiben wir auf jeden Fall hier. Wir haben keine Eisenspitzhacke. Wir haben gar keine keine Hacke, also Axt. Na gut. Andererseits, wir haben auch keine Werkbank mitgenommen. Was ist mit mir los? Gut, das heißt, wir gehen erstmal hier wieder ein bisschen runter. Wir müssen uns erstmal einen Baum mittels Handkante abschlagen. Alter. Boah. Oh. Das wird eine Erfahrung fürs Leben. So, hier raus craften wir uns erstmal direkt eine Werkbank. Das heißt, du nach da, du nach da. Da. So, nein, halt da lang. Die stellen wir jetzt einfach erstmal irgendwo hin, wo sie nicht stört. Also zum Beispiel hier in die Ecke. Dann klauen wir uns mal ganz eben eine Truhe. Die Truhe stellen wir denn am besten direkt dann. Nee, daneben ist blöd, dann haben wir hier weniger Bewegungsfreiraum. Wir sollten das Gebiet erstmal protekten. Habe ich Flug? Ja, ich habe Flight. Ich habe Flight-Modus. Ja, zum komm, ganz ehrlich, hier zum Protekten nehme ich mal ganz kurz Flight. Könnt ihr mir jetzt sagen, was er wollt? Ich mache am besten mal genau, was er wollt mit Decke. Bin ich jetzt hier Area Position 1? Bin ich jetzt noch auf der Wolkendecke oder über der Wolkendecke? Ich bin schon unter der Wolkendecke. Ja, jetzt bin ich. Ach so, ja gut, die Wolkendecke ist genau zwischen einem Block. Das ist natürlich hässlich. Ach, egal. Ist jetzt gut. So, dann muss ich jetzt einmal hier lang gehen und einmal über unseres Zeug drüber. So, machen wir mal zwei. Ich weiß, ich müsste mich jetzt eigentlich original, müsste ich hier irgendwie erstmal so einen Kackhaufen da irgendwo hinbauen, damit ich mich da quasi runterbauen kann. Aber erst sieht das hässlich aus, zweitens ist das sowieso unnötig und fürs Let's Play dauert es einfach zu lange. Von daher. Protect. Wie könnte man das Ding nennen? Irgendwas mit Sky. Sky. Pff. Blocks. Sky. Skygate. Eigentlich, na, Skygate. Also Himmelstor oder vielmehr, ja doch. Ja, Skygate. Ist das auch ein Film, der so heißt, oder? Skygate? Nee, der heißt nicht. Doch, 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 der ist geil, geht. Easy. Akzeptiert. Boom. So, das heißt, ab jetzt ist die Kiste ja auch geschützt. Wir können also alles, was für uns irgendwie heilig und wichtig ist, hier abladen. Wir können nochmal unseren Home-Punkt hier setzen. Set Home. So. Das sollte auch langsam mal Feierabend machen. Halbe Stunde schon wieder rum. Dann werden wir uns also in der nächsten Folge anfangen, dort häuslich einzurichten. Easy.